Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt. Also, da wir im Waldbiom sind, werden wir auch hauptsächlich nur auf Blei stoßen. Wenn wir Nitrat brauchen, sollte es das Schneegebiet oder das zerstörte Gebiet sein. Und im verbrannten Gebiet finden wir dann eher Kohle. Alles auf runtergraben bis plus 13 Meter und dann geradeaus weiter buddeln. Und dann So. finden wir in der Wüste Schiefer. So rein Ja, ich glaube, theopraktisch müssten wir ja dann Ölschiefer, genau. jetzt Sinn ergeben. Aber ich frage mich, wo ist denn dann wirklich das Erzvorkommen? Also hier Metallerz. Weil es sind ja. Überall? Eher in steinigen Gebieten, Ach ich so, weiß das es ist dann nicht. so tendenziell, ja gut. Ja, aber hier jetzt Glaube wieder runter ich. auf 13 Meter, Alter. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? 77 bin ich jetzt. Oh ja, dann müssen wir noch ein bisschen weiter runter. Ey, das ist brutal. Das habe ich einmal gemacht und du siehst den Gang, der runter geht. Vielleicht finden wir ja zwischendurch noch was anderes. Hier, das sieht doch wieder nach aus. Nö, irgendwie nicht. Holzleiter. Ich mache jetzt noch so lange weiter, bis ich diese 5 Level voll habe. Das ist, glaube ich, jetzt noch einmal aufsteigen. Dann müssen wir natürlich auch mal wieder was anderes machen. Vor allen Dingen, weil morgen Blutmond ist, glaube ich, ne? Jo. Also, nee, heute meine ich. Nein, mein Gegenstand muss repariert werden. Nein. Es ist, glaube ich, eine Stahlspitzhacke. Hast du geschmiedeten Stahl dabei? Ja. Kannst Gut, du mir mal hab so ich. ein bisschen was geben? Zwei, drei oder so. Mehr brauche ich ja, glaube ich, nicht zum Reparieren. Wo ist es? Da ist es. Weiß ich nicht. Vielen Wenn ich Dank. was brauche, frei noch. Jo, drei Stück, dann ist sie wieder heil. Von komplett im Arsch. Was? Schon wieder Hunger? Ja, jetzt bist du endlich mal am Arbeiten, Alter. Ja, Jetzt merkst du das mal. endlich tut der faule Sack mal was. Ja. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die EP nicht geteilt wird hier, ne? Guck mal, was bist du jetzt hier? 76. Alter, ich bin 97. Einhalb. Du hast es nicht mehr weit, Alter. Dann haben wir Nee. endlich, können wir endlich einen Diesen. Bohrer basteln, sofern wir denn Ja. alle verfügbaren Sachen Ja, uns dafür fehlt ein haben. Motor, aber ich glaube, da haben wir mittlerweile wieder drei. Kann sein. Glaube echt, das ist wirklich so, wie du gesagt hast. Eisenerz random. Und die speziellen Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, die finden wir so auf 13 Meter bestimmt primär, oder? Ja, auch Eisen, glaube ich, aber kommt drauf an, da musst du, glaube ich, Glück haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht steht da ja dann heute wieder was in den Kommentaren. Ja. Das Weil wäre wir das natürlich klasse. Spiel immer noch nicht verstehen. Ich habe zum Beispiel auch nebenbei noch ein anderes 7 Days-Projekt jetzt gerade in der Mache mit auch einem Let's Play-Kollegen, Tristan. Er hatte mich gefragt, ob ich ihm helfen kann bei einer bestimmten Mod für dieses Spiel. Nennt sich War of the Walkers Mod. Alter, da geht was ab. Dafür, also falls dieses Let's Play demnächst irgendwann endet in ein paar Wochen, wird da irgendwie auf jeden Fall doch wieder 7 Days-mäßig was nachkommen. Weil das Projekt habe ich natürlich auch mit aufgenommen. Ja, sehr nice. Das wäre meine Frage gewesen. Hast du denn da jetzt auch schon ein paar Aufnahmen? Ja, ein paar habe ich da. Allerdings ist das so, wir veröffentlichen das natürlich dann gleichzeitig und er hat noch ein paar Videos. Das heißt, es wird noch Bisschen eineinhalb dauern. Monaten dauern, bis es wahrscheinlich erscheint. Und dann hat er natürlich auch mehrere Projekte, auch schlechtes Internet, so wie ich. Das heißt, von diesen 7 Days-Dingern kommen dann pro Woche zwei Videos. Aber es ist 7 Days. Also für die Leute, die gerne weiterhin bei mir 7 Days dann sehen wollen. Aber noch haben wir ja gesagt, endet das hier alles noch nicht. Wir müssen es halt nur einfach runterschrauben.
Und ich weiß ja nicht, wie es bei dir jetzt gerade läuft, aber bei mir läuft das Spiel jetzt wirklich um einiges flüssiger mit dieser HD-HQ-Mod. Läuft ganz okay. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier. Ich habe Ordentlich. Eisenerz. Okay. Dass ich jetzt hier nicht spielen kann. Ja, ich kann auch wieder, also flüssiger spielen. Das ist ja auch das, was mich am meisten angekotzt hat. Ja? Also es läuft. Es ist schön. Also ich habe wieder mehr Spaß jetzt noch an dem Spiel. Out of Stamina. Trinken wir doch noch mal ein Käffchen, ne? Dafür haben wir ihn ja. Stimme versagt. So viel haben wir doch noch gar nicht aufgenommen heute, oder? So viel habe ich doch noch gar nicht geredet. Nee, noch nicht, aber das Discord macht ja eh immer einen Strich, also Strich durch die Rechnung. Yay, ich bin wieder oben angekommen. Zack und Vögelgezwitscher. So, dann haben wir bestimmt irgendwo ein bisschen Erde, oder? Haben wir Erde? Erdhaufen, 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 Kies. Kies. Zweimal. Ja, viel Eisen ist hier gar nicht mehr zu finden. Es war so Anfang so schön. So, oh geil, ich habe 5 Fertigkeitspunkte. Jetzt muss ich das mal eben skillen. Was war das? Attribute Perception, ne? Genau. Zack. Perception. Kaufen. Vogelgezwitscher ist weg. 10 von 10. Now your enemy's weak point. Increase ranged weapon damage 50% and accuracy 18%. Was auch immer accuracy ist. Weißt du auch nicht, ne? Gut, dann würde ich sagen, ist das genug für die Zuschauer in der Mine? Wir haben die Mine ja auch um einiges vergrößert. Was machen wir denn? Weißt du, worauf ich noch mal richtig Bock hätte? Aber das machen wir, glaube ich, nach dem Blutmond. Weißt du noch, wo wir da waren? In den Katakomben, in diesem Schneegebiet? Da kommt ein Schneegebiet. Ja, in der Kirche und darunter waren die Katakomben. Auf jeden Fall in dem Schneegebiet. Da wolltest du unbedingt hin. Okay. Da würde ich gerne nochmal hin, weil die Stadt war noch so groß und wir haben noch gar nicht alles gesehen. Und das hat die Folgen haben mir sehr viel Bock gemacht. Gerade unten in den Katakomben mit diesen komischen, hässlichen Alien-Viechern da noch. Da hatte ich meinen Spaß dran. Ja. Können wir bestimmt noch mal hinlaufen. Why not? Das ist ja. Vor allem gibt das ja auch immer so ein bisschen Erfahrung, ne? Vor allem für uns beide so ein bisschen gleichmäßiger. Das ist auch immer ganz schön. Achso, und dann stand noch was in den Kommentaren wegen der kann sich noch dran erinnern bei dieser komischen Fabrik, diese Pumpgun, also Shotgun Messier Fabrik. Ja. Irgendwas stand damit, das ist eine T5 oder Tier 5 Gebäude. Da warten locker 200 Zombies drinne. Ja, okay. Also dafür brauchen wir richtig Munition, wenn wir da rein wollen. Aber vielleicht lohnt sich das auch, ne? Weil es ist ja Munition, die wir da finden. Hauptsächlich, hoffentlich. So, Ja, ich Stein bin habe gerade ich am hier ganz Überlegen, was viel. man so, wenn alles hätte mitnehmen können, dass man sich so eine Art Tunnel baut. Na gut, man könnte sich wirklich irgendwo eingraben. Oder halt eine Art Bunker. So ein kleines Ding. So, und dann wieder diesen einen Weg, dass sie auf einen zukommen können. Ja. Und dann wieder mit so einer. Wie heißt denn hier? Ein Ventilator, ne? Ach, du meinst unseren Dönerschnetzler. Ja, weil der macht ja richtig Schaden. Ja, das stimmt. Ich würde da auch gerne noch mal gucken, ob wir da irgendwie noch mal irgendwas zustande kriegen. Oh, ich höre schon wieder eine Schreierin. Die machen so komische Geräusche, die Blöden. Wie macht die? Ah, sie wird hier gleich hochkommen, dann werde ich dir das sagen, was sie macht. Die wird mir gleich hochkommen. Ja, Nee, die ist ja natürlich gar nicht bei mir. schreist du, du blöde Sau. Klar, Du Sau, du. du hast mir doch gar nicht gesehen.
Wie willst du denn? Na, ist ja egal. Ich kriege hier gleich Besuch. Boah, ist das geil mit dem Scope. Ist das nice. Ich brauche ein 4x4 Scope, unbedingt. Oh, vielleicht sollte ich mal die Tür zumachen. Firma 4. Ja, können wir, glaube ich, noch nicht machen. Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube schon. Also, ich habe ein mal 4 Scope, dann kannst du das haben. Wo macht ihr jetzt gerade meine Base kaputt? Ich. Ach, siehst du, ich muss auch wieder gucken, obwohl eigentlich brauchen wir das, glaube ich, nicht. Das war richtig ätzend, Alter. Das ist richtig ätzend. Und das Schlimme ist, wir müssen ein bisschen was aufnehmen, ne? Das ist. Ach, nervt mich auch gerade tierisch eigentlich. Ja, schön. Munition fallen lassen, ich boxe. Ey! Was tue ich da? Du führst ja aber noch eins mit deiner Steuerung, oder? Nein, wieso? Naja, okay. Ja, jetzt kann ich das Scheißding nicht reparieren, weil ich Teile nicht habe. Fickt euch doch. Ach, da ist echt nichts zu, ey. Ich halte mich da auch raus. Ja, besser ist. Ja. Ah. Mann, Mann, Mann. Ah, Mann, geh da durch, du verdammter Bastard. Ein Mischling. Ich bin Stufe 98. So, reicht jetzt mit der Mine. Ja, Maustaste, du darfst dich erholen. Ist okay. Nein, zwei Level noch, Mann. Mach weiter. Ja, Eisenerzen. So, was wollte ich? Eigentlich war ich genau hier am Gucken, was kann ich tun, was nicht. Ich brauche nämlich... Ich brauche Steine. Ich brauche Bruchsand. So, ich muss erstmal gucken, was brauche ich, um das herstellen zu können. Und Shotgun Turret, Rocket Launcher, Craft Auto Turret, Chainsaw and Augers. Nein. Auger ist ein Bohrer, Level 100 und Int auf 10. Int auf 10 ist gekauft. Gut. Der braucht einen Punkt. Lächerlich. Zement mache ich in der Schmiede, ne? Ich Idiot. Deswegen finde ich hier auch nichts. Ja, aber nur in der linken. Ja, ja. Aber ich habe gedacht, nein, ich habe kein Zement mehr. Aber dabei habe ich noch genug Zement. So, jetzt mache ich 4348 Zement. Dauert auch nur 135 Minuten. Das ist okay. Ja, ne? Kann man mit arbeiten, oder? Eigentlich krank, ne? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wir sind wieder an so einem Punkt angekommen. Wir brauchen mehr Schmieden. Ja. Dem wäre ich nicht abgeneigt. Hey, warum hat hier Stein nur 200 Leben? Ultra lag. So, erstmal das hier. Ja, Eisenmine. Nice. Hast du wieder was gefunden, ja? Ja.
Der Gerät wird noch unförmiger jetzt. Oh, lass mich hier in Ruhe graben. Okay, auch du Kackfee. Mhm. Ja, ich hatte jetzt eben noch überlegt, ob ich noch mal kurz die... Alter, was ist hier los, Alter? Draußen die ganzen Eisenspikes neu mache, aber eigentlich habe ich mir gedacht, die brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Also... Die haben gerade zu... Siebt, jetzt kommt noch einer. Unsere Höhle hier. Eingenommene Scheißviecher. Noch einer. Ey, geht mir mal nicht auf den Sack. Genau. Keine Antwort ist auch. Brauchst du Hilfe? Ich fall da bestimmt gleich rein, so wie ich mich kenne. Noch einer. Ey. Nee, doch nicht. Geil. Okay. Ganze Kolonne hier, ey. Was ist denn da los? Supi, supi. Hab ich hier irgendwie... Ist hier irgendwie ein Dorf oder was? Ist hier irgendwie ein Dorf oder was? Ist auch geil. Ja, da sind richtig viele. Selbst wann? Hast du was gegen Dörfer? Oder? Ja, keine Ahnung, das ist ja... So, ich muss das Gerüst, ist ja ein bisschen Gerüst belastend hier. Warum sprintest du eigentlich nicht, Charakter? Tu es. Du bist nicht überladen? Du hast keine gebrochenen Knochen? Lauf! Oh, nein. Jut. Aus Messing. Zerlegen. Das wäre auch geil, ne? Wenn wir hier oben auf dem Dings, auf dem Berg bauen. Also die Übersicht, ey. Aber ich glaube, wenn wir irgendwann mal umrücken und woanders bauen, dann bauen wir irgendwo in so einem Zwischengebiet, weißt du? Wo am besten Schnee, wo alles ist, Grün und Wüste aufeinandertreffen. Mhm. Das wäre dann der geilste Shit-Spot überhaupt. Ja, ja, das wäre also der Shit, genau. Du hast es richtig gesagt. Weil dann kann ich in meiner Mine richtig ausrasten. Dann kann ich in alle drei Himmelsrichtungen. Geil. Dann wird das ein, ja, eigentlich ein Only Andy mit unendlich Ressourcen. Komm aus der Mine automatisch, ey. Ja. Aber, was wollte ich denn jetzt sagen? Ist weg, sorry. Ist weg. Keine Ahnung. So, das war ja eigentlich auch immer so gedacht, dass man da drauf schießen kann. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt irgendwann mal wieder nutzen. Das ist natürlich die Frage, ne? Ich höre schon wieder eine Schreierin. Gucken, ob ich diesmal ein bisschen leiser bin, dass sie mich nicht gleich sieht. Splinter Cell. Echt mal, davon könnte auch mal ein neuer Teil kommen. Splinter Cell? Na. No. Ich gerne gespielt. Ja. Sag mal, du hast mich doch gar nicht gesehen. Du kannst doch nicht schreien jetzt. Das sage ich auch immer. Verdammtes Drecksviech. Aber bei Splinter Cell ist eh immer geil, ey. Er mit seinem Nachtsichtgerät, mit drei leuchtenden Augen und rennen keine 2 Zentimeter an dir vorbei, Alter. Ja. Gucken mir gefühlt mitten ins Gesicht. Das ist aber eine komische Spinne.
Es ist so herrlich. Eine Magnum mit Scope kann ich dir nur empfehlen. Ah, nee, ja. Weiß ich nicht. Da habe ich lieber mein Scharfschützengewehr. Ja, gut, ist auch witzig. Aber der Nachteil ist, beim Scharfschützengewehr, die fliegen einfach nicht so schön weg. Ja, okay. Das hast du bei der Pumpgun auch nicht. Und gefühlt ist bei der Pumpgun eigentlich ja ähnlicher Bums, Eigenständlicher? oder? Eigentlich ja. Genauso Bums wie bei der Magnum, oder? Ja, Hätte ich eigentlich jetzt so mehr, geschätzt. oder? Also ich bin jetzt nicht so der Waffenexperte, aber Ich jetzt auch ich nicht, würde aber jetzt auch sagen, von der Energie, die übertragen wird auf den anderen Körper, ist bei der Pumpgun sogar mehr, wie du schon sagtest, weil du einfach mehr Projektile hast, die Kraft abgeben können. Würde ich jetzt so einen Raum legen, ne? Stellen. Legen. Wer schleicht denn da durch meinen Mais? Schleichter-Abid. Es ist eine Schreierin, ein heilige Kind. Nee, nee, es ist so ein mit so einem Schutzanzug her. So ein Tank-Typ oder Nee, Bundeswehr-Heiniger. nee, nee, Schutzanzug hier, so ein Strahlungsschutzanzug. Ach so, ja. Ja, nice. Was natürlich auch schade ist, ich habe ja mal gelesen oder gesehen, dass es ja eine Map gibt, wo man im Süden so einen riesen Schlund hat, ne? Okay. Den haben wir ja gar nicht. Alter Das heißt, Gierschlund. und auf einer anderen Welt. Weil auf der Vielleicht anderen. war die, also es, wir haben ja die vorgefertigte Map, vielleicht gibt es das nur in dem nicht vorgefertigten Maps. Nee. Nee. Weiß ich nicht. War jetzt einfach nur mal so in den Raum geworfen, weißt du? Ja. Weiß nicht, ob wir jetzt. Es gibt ja einmal hier dieses, wie heißt das? Nazara, keine Ahnung. Nice Gain, das sind wir ja. Genau, und dann gibt es ja noch irgendwie diese andere, oder nicht? Achso, ich wusste nicht, dass es noch zwei gibt, deswegen. Bin ich jetzt so der Meinung, weil ich hatte es sonst immer, dass du im Süden so eine riesige Schlucht hattest. Und da bist du dann auch, wenn du dich darüber bauen wolltest, das war die Hölle, da musstest du eine Brücke bauen, das ist, ja. Naja gut, aber die Frage ist, waren wir schon mal komplett so weit im Süden? Also wenn ich jetzt mal hier M auf der Karte und dann ganz unten links siehst du das Ende der Map mit dieser harten Kante da drin. Wir konnten ja hinfahren. Ist das? Ich Das verstehe zwar nur die Hälfte, Ende der aber... Map im Südwesten. Warte mal eben, warte mal Wir eben. Discord konnten bricht gerade voll zusammen. Halt mal eben den Sabbel. La Palma Blanca. Also, wir haben ja jetzt einen Weg, haben wir hier schon. Also bei mir auf der Karte habe ich einen Weg, der geht schon recht weit ins Süden. Alter, ich verstehe schon wieder nichts. Ey, was ist denn hier los mit Hey, da Discord bist du heute? wieder. Ah, jetzt. Ja, moin, was geht denn, ey? Ja, schönen guten Schön, Sie mal Tag. wieder zu hören. So Wie in geht's originaler dir, Stimme und so. mein Ja, Freund? Wir haben eigentlich. uns ja echt lange nicht gehört. So ein bisschen Gehörkrebs kriege ich hier langsam. Ansonsten. Ja, Genau, du wir wolltest haben irgendwas unseren sagen, unten im südwestlichen Süden. Weg, den wir da einmal komplett runtergedüst sind. Da ist ja irgendwann einfach Ende. Dieses graue, der graue Nebel oder wie man ihn nennen will. Ja, das Da noch nicht sind wir ja, aufgedeckte. genau, da sind wir ja aber nicht weitergekommen. Da ist ja Ende. Da fängt ja diese Dingszone an, dieses Closed Road. Und dann, ja, ist da ja dieser Strahlungsgebiet. Es kann natürlich sein, dass wir so einen Strahlungsanzug bauen können und dass wir dann da irgendwie durch können, weiter können. Weiß nicht. Wäre Ich würde ja geil. auch gern noch mal den Weg nehmen weiter nach Westen.
Also jetzt von uns aus gesehen, jetzt einmal, du bist ja also beim Händler vorbei und immer weiter geradeaus. Da geht's ja auch noch ein bisschen. Das würde ich mir auch gerne noch mal angucken. Wie Moment. gesagt, nach dem Blutmond. Richtung Westen. Ja. Richtung Westen ist über die Brücke, ne? Ist ja klar. Westen ist links, sozusagen. Nie ohne Seife Richtung waschen. Osten. Sorry, Richtung Osten, habe ich mich Okay. versprochen. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Und deswegen kannst du auch immer erkennen, wo Norden ist. Wie war das an den Bäumen? Die Moosseite ist nördlich. Because of ist immer kalt. Nass. Kann sein. Nicht Süden auf jeden Fall. Survival. Survival-Tricks. Ach, hier wird noch genug Bruchsand gemacht. Ich bin ja auch ein Ochse. Na egal. Was wir haben, haben wir. Jo. Lieber haben als brauchen. Genau. Ach, ich bin so im Blutmondmodus. Eigentlich möchte ich los. Ohne Scheiß. Ich habe gerade richtig Bock, nochmal loszuödeln, ein paar Zombies zu erschießen, ein paar Häuser frei zu machen. Aber wir sind kurz vorm Blutmond. Da kann ich das einfach nicht tun. Das kann ich Ja. mit mir nicht vereinbaren. Du musst dich Leider. um die Base kümmern und ich muss Level 100 werden, verdammt. Richtig. Das ist leider jetzt. Genau. Das ist gerade Eine hier Pipo. Folge werden wir wohl gleich noch haben und dann ist schon wieder Blutmond. Ja, kann sein, ja. Dementsprechend. Wenn nächste Folge nicht schon der Blutmond anfängt, oder? Nee, die Folge ist jetzt gleich vorbei in 4 Minuten. Also ich glaube, eine kriegen wir noch hin vor dem Blutmond. Gut, das kann sein. Habe ich Ja, ein jetzt. bisschen vorbereiten und dann geht ab der Fisch. Weiß ja auch nicht, müssen wir noch mal irgendwie Munition machen oder so? Was müssen wir machen? Munition? Weiß ich Haben nicht. Du wir genug? solltest irgendwie Muni haben, hoffe ich. Ich müsste Muni haben. Ich weiß nicht, ob du noch was brauchst So, oder. ich habe meine Armbruststahlbolzen hier. Was habe ich da? Lass gucken. 430 Schuss. Schrotflinte ist leer. Wo siehst du, ich brauche Was? noch Armbrustbolzen für den Notfall. Obwohl ich für den Notfall hätte ich jetzt noch. Was ist denn das hier? 100 Steinbolzen und 73 Stahlbolzen. Das sollte, glaube ich, lang. Dann habe ich noch 435 Schuss für die ganz normale 9 mm, 50 Schuss mit der Magnum-Munition könnte ich noch gebrauchen, falls du noch mal Guck welche mal in machen der kannst. Werkbank. Ich glaube, die habe ich mir schon mal rausgeholt, aber ich gucke. Ich gucke. Dann haben wir nämlich Ich. keine mehr, weil wir keinen Schwarzpulver mehr haben. So. Woraus machen wir Schwarzpulver? Kohle und Natrium oder so? Alles klar, Nitrat, das. Natrium, irgendwie so. Also Nitrat war ja im. Was war das? Im Schneegebiet? Eine Mine bauen und Kohle war im verbrannten Gebiet, ne? Wenn ich das jetzt so richtig mir aus den Kommentaren gemerkt habe, dann müssen wir demnächst vielleicht auch nochmal. Ich gucke jetzt nochmal auf die Map. Also Schneegebiet ist ja jetzt nicht super weit weg. Nee, das hält sich, das stimmt. Und auch verbranntes Gebiet haben wir hier unter uns. Wo ja auch gleich noch, glaube ich, zerstörtes Gebiet mit dran ist. Ja. Also wir haben das alles unter uns so ein bisschen. Außer das Schneegebiet natürlich, aber über uns. Müssen wir mal gucken, ob wir uns da irgendwo nochmal eine Mine machen. Nehmen wir eine Tür mit. Jeder. Und einer geht nach oben, einer nach unten oder so. Und dann gucken wir mal. What we can do. Oder wie oder was? Ich bin dafür. Wir suchen uns Ah. einen Punkt im Osten, wo das Grün, das Weiß und das, ja, ich glaube, da wird das verbrannte Gebiet zwischen sein und die Wüste so mehr oder weniger aufeinandertreffen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass Wüste und Schnee jemals aufeinandertreffen würden. Das Oh, warte, 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 warte. Ich habe wäre hier eine schon Schreierin. grandios. Okay,
Scheiße. Was ist los? Er hat noch kurz ein bisschen angefangen zu schreien. Das Mistvieh. Ist egal, gibt Erfahrung. Ja, das stimmt. Jetzt kommen wir dort alles gebrauchen. Du bist jetzt mit dem Eisen natürlich wieder weggelaufen, ne? Ja. Soll ich dir das bringen? Brauchst du's? Keine Ahnung, wenn du lustig bist. Warte. Ja, ich komme gleich. Irgendwas läuft hier noch in die Base. Ich glaube, der hat seinen Kopf verloren. Boah, ich liebe diese Magnum. Wir brauchen unbedingt, ja, dann brauchen wir unbedingt Nitrat und so, damit wir Munition herstellen können. Ja, weil dann, eigentlich habe ich dir doch einmal Magnum da ganz schön hergestellt. Ja, natürlich, aber wir haben natürlich Magnum nicht lange so viel. Oh, da ist noch eine Schreierin, warte. Nein! Und ich semmel daneben, ich Ochse. Aha, jetzt kriege ich natürlich wieder mehr Besuch. Ja, ist alles Erfahrung. Ah. Schön pushen. Wieder daneben gesemmelt. Mal gucken, von wo kommt ihr überall? Da ist noch einer, da ist einer. Oh, die steht sogar nochmal auf. Du bist jetzt Level 100. Echt jetzt? Jo. Geil. Seh zu, dass du herkommst. Und zwei Bohrer machst. Turret Chainsaw Augers. Tada! Oh, hallo! Oh. Wir haben es geschafft. So. Alter, wir und dieser scheiß Baum da oben, den ich gepflanzt habe. Das sieht ja gar nicht kacke aus. Ja, wieso, das sieht doch nicht kacke aus. Das ist so schön. Ja, ist so nice ist da oben, der Baum. Ja. So, kommst du zurück, ja, ne? Ja. Ja, ja, okay. Ach, da bist du schon. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Eine noch vom Blutmond wahrscheinlich. Ich komme nicht durch. Jetzt. Wir bedanken uns fürs Ringe hauen. Jo, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis deine Antenne. So, Zockerfreunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch mal bitte ein Like da und empfehlt mich doch einfach mal weiter. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis denn dann!